Ja, meine Mordors Freunde, Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. Er hat heute Morgen zwei verdrückt. Deswegen bleibt er so stark. Der Hauptmann hat sich hätte gezogen, wenn er den Befehl aus. Okay. Finde ich aber ganz cool, dieses Rangsystem, muss ich ehrlich sagen. Ist das schön? Also dieses, dass da immer welche nachkommen und du praktisch immer dann andere und stärkere Gegner hast oder schwache Gegner. So. Schon. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Eren. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Okay. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Okay. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Funke unserer Rebellion. Bis jetzt sehr gut machen wir das.
So. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Okay. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Keine Orks. Das ist ja keine Uruks. Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. So schon. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Einer von ihnen kann dich verstecken. Ein Karagor! Tod allen Feinden! So, der nächste. Okay. So. Sehr schön. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Wo geht's jetzt hin? Waldläufer, bleib hier. Ghule umschwärmen Durtal.
Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Das war schon meiner hieran. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! Schon? Das war's. Ciao. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Das stimmt aber. Ein Feind ersetzt den nächsten. Okay. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Die Häuptlinge, kennst du noch unseren letzten Häuptling? Ein Schmeckling namens Redback. Greift mir kaum bis zum Bauch. So. Das ist sehr gut. Bislang. Ui.
zu betreten. Man hat kaum genug Orks zu schwingen. Dennoch schaffen es die Orks, sich dort zu verbergen, um dir den Kopf abzureißen. Na gut, das ist halt zu schwarz. Ich glaube, den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut. Okay, das warten wir natürlich noch ab. Aber das in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, ciao.